zur Tutti Frutti Bucht, Teil 1. Diese Cupcakes werden super lecker. Uff, mir ist warm. Oh, bist du krank? So wirst du nicht in den Urlaub fahren können. Natürlich kann ich. Mir ist einfach nur warm. Der Ofen heizt wie verrückt. Das stimmt. Du bist so gesund wie eine Erdbeere. Naja, ich habe ja noch keine Urlaubspläne. Du kannst mit mir zur Fantasy-Welt. Gibst du mir die Erdbeeren? Die waren sehr lecker. Ah, hast du etwa 10 Kilo Erdbeeren gegessen? Sorry. Cutie, bitte geh mir Erdbeeren aus dem Wald holen. Ich mach den Ofen lieber für eine Weile aus. Wow, die sind riesig. Und köstlich. Das sind die Früchte, die die Fantasies essen. Meine Kuchen werden die besten der ganzen Welt sein. Das riecht ja super. Ich muss probieren. Wendy, wen hast du mitgebracht? Das ist meine Cousine Lizzie. Sie wird ein bisschen Zeit mit uns verbringen. Na ja, ihr habt aber Glück. Ich habe Kuchen gebacken. Willkommen. Hier, einen für jeden. Die sind super lecker. Weil ich besondere Erdbeeren verwendet habe. Wie die, die die Fantasies essen. Das macht Sinn. Besondere Erdbeeren? Die habe ich noch nie gesehen. Ich will noch mehr davon haben. Und ich. Und ich. Ich auch. Ich bleibe. Ich habe noch was vor. Ich komme mit, aber nur eine Weile. Ich muss in den Urlaub zur Fantasy-Welt. Komm mit, Lizzie. Sind wir schon da? Hier riecht's nach Erdbeeren. Und Melonen. Wow. Und nach Orange. Hier ist es traumhaft. Wow. Wow. Ein echtes Paradies. Wow. Oh, pass auf, Lady. Hier riecht alles so wundervoll fruchtig. Wow. Und nach Marmelade. Eine neue Welt. Das ist super. Wow. Eine Riesenbanane. Ein Snack. Die beste Banane im Universum. Abgefahren. Es schmeckt noch besser, als es riecht. Früchte könnte ich wirklich immer essen. Der beste Urlaub jemals. Oh, ich wollte eigentlich mit Jessie gehen. Was sie wohl macht. Sie hat uns wohl vergessen. Ich werde wohl nie lernen, wie man Brezeln selbst machen kann. Jessie hat bestimmt viel Spaß. Noch 5 Minuten. Seid ihr Freunde oder Feinde? Aloha. Die sind süß und riechen nach Obst. Hui. Wo bringt ihr uns hin? Wartet! Lady! Wir müssen es den anderen erzählen und die Babys vor den Monstern retten. Wo haben sie uns hingebracht? Ihr habt die ganze Ernte gegessen. Oh oh. Crying babies, crying babies magic.
haben sie uns hingebracht. Ihr habt die ganze Ernte gegessen. Oh oh. Willkommen in der Tutti Frutti Burg. Auf zur Tutti Frutti Burg, Teil 2. Ah, von euch möchte ich ein Foto machen. Hilfe! Sie haben die Babys. Lady, was ist passiert? Wir haben gigantische Früchte gegessen, die super lecker gerochen haben. Und plötzlich tauchten kleine bunte Monster auf. Die haben eine komische Sprache gesprochen und... Riesige Früchte? Bunte Monster? Komische Sprache? Ich werde die Babys retten. Das GPS ist an. Ja, ich helfe euch. Yes. Wir kamen zu einem Marmeladenglas und es roch alles so gut. Oh, es riecht so gut. Hashtag Früchte riechen so gut. Wow. Nicht bewegen. Die kleinen Monster könnten überall sein. Wir müssen hier entlang. Nein, nein, nein. Hier entlang. Was war das? Da sind sie! Komische Babys lassen sie die Früchte tragen. So ein leckerer Orangensaft. Erdbeeren. Nein, nein, nein. Nimm die da. Hier ist sie. Den Babys geht's gar nicht gut. Die geben ihnen Befehle. Wir müssen sie retten. Und wenn sie uns schnappen? Ich hab's! Wir verkleiden uns! Kann mein Parfüm bei all den duftenden Früchten gar nicht riechen. Schaut mal, ich habe mein Kostüm. Dein Kostüm ist toll. Es riecht wundervoll. Rim hat eine Spur gefunden. Mit diesem Knopf kontrolliere ich die Leckereifabrik. Und mache 100 Grapefruit-Fruchtgummis. Oh nein, ich habe sie auf 1 Million eingestellt. Wir müssen wohl alle essen. Ey, wer bist du? Warum steht hier ein Spiegel? Ah, ich hab's gewusst. Es gibt noch mehr Babys. Wir sind am Ende. Keine Angst, wir sind unsere Freunde. Wir dachten, ihr wurdet entführt. Es ist so toll, dass wir alle zusammen sind. Was für eine tolle Träne. Magic Tears Jelly! Sie leben! Vorsicht! Keine Angst, sie sind ein bisschen frech, aber nicht gefährlich. Die Jellies sind das Fundament unserer Welt. Ohne sie wären unsere Früchte nicht so groß und saftig. Wow! Sie wollen uns die Tutti Frutti Buch zeigen. Wir pressen die Früchte in unserer Leckereifabrik und von da aus gelangen sie in den See. Und der Saft hat unterschiedliche Farben, je nachdem, von welcher Frucht er kommt. Und das ist unsere Leckereifabrik. Das ist das Mischbecken. Toller Rhythmus. Hey, das sind echt schöne Formen. Ich liebe sie. Hi, ich bin Angie. Hier drüben könnt ihr Smoothies und Milchshakes trinken. Habt ihr auch Banane mit Melone und Orange? Natürlich. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch mischen. Auf die Tutti Frutti Bo. Ich hab's gewusst. Es ist so lecker. Das ist wirklich der allerbeste Urlaub meines Lebens. Ach, hier bist du. Du kennst die Tutti Frutti Bucht schon? Ja, wir kennen alle Ecken der Welt. Und dank des Fernglases können wir sie bewachen und beschützen. Also gibt es noch mehr coole Orte wie den hier? Natürlich. Und jeder von ihnen hat seine eigene Magic Tier. Cool. Kannst du sie uns zeigen? Es ist besser, wenn ihr sie Stück für Stück entdeckt. Und außerdem möchte ich vorher gerne noch lernen, wie man Brezeln selber macht. Ah.
Gelee-Stufe. Perfekt. Fruchtsäure? Okay. Willkommen zum großen Erntefest. Wow, was für eine Party. Angie wird zunächst ein Gedicht für alle Tutti Frutti vortragen. Die Pfirsiche reifen, die Grapefruit gedeiht, die leckeren Äpfel und Himbeeren sind für den herrlichen Fruchtsaft bereit. Lasst ihn uns trinken. Toll, Angie. Ich habe die ganze Woche an diesem Gedicht gearbeitet. Magic Tears Jelly! Lasst uns die Babys aus dem Tal willkommen heißen, die dieses tolle Wandgemälde für die Tutti Frutti Bär gemalt haben. Wir haben es mit zerquetschten Früchten gemalt. Deswegen ist es jetzt so bunt. Applaus für die Babys aus dem Tal! Hip, 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 Fantasy! Und jetzt seid gespannt auf die Fantasies! Lasst die Party beginnen! Ein Erdbeergruß, Mango-Pfirsich-Mousse, ein Obstregenbogen, ein schmackhafter Kuss. Oh, ich tanze zu dem Beat, beweg mich immer schneller zu dem Erntelied. Muss immer weiter tanzen, meine Füße drehen durch, meine kleine Hüfte dreht sich im Kreis. Muss immer weiter tanzen, meine Füße drehen durch, meine kleine Hüfte dreht sich im Kreis. Lasst uns tanzen! Wuhu! Und jetzt alle! Oh oh! Wegen des schlechten Wetters müssen wir die Party leider abbrechen und sie auf die nächste Woche verschieben. Sehr gut. Noch eine Nacht ohne Überraschungen. Muss immer weiter tanzen, meine Füße drehen. Wow, so startet man gut in den Tag. Bis später, Babys. Sieht so aus, als hätten alle Spaß gehabt. Hm? Aber kümmert sich denn niemand um die Früchte? Wir können nicht aufhören zu tanzen. Das Konzert wurde wegen des Sturms abgesagt. Und seitdem bekommen wir dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf. Und wer soll die Früchte ernten? Wir müssen eine Lösung finden. Wo sind die Fantasies nur? Heute Abend ist das Konzert. Pi, wir müssen einen Weg finden, wie sie dieses Lied aus ihren Köpfen bekommen. Oh, wie wäre es, wenn mir noch ein besseres Lied einfällt? Pi, bring mir meine Gitarre. Ich habe da eine Idee. Oh oh. Niemand hat diese Woche auch nur eine einzige Frucht geerntet. Das ist der Fluch des unterbrochenen Liedes. Der schwere Sturm unterbrach dieses schöne Lied. Und daher müssen die armen Babys jetzt tanzen, bis man die Sonne endlich untergehen sieht. Meinst du, dass sie dieses Lied nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen? Bis sie es zu Ende gehört haben? Ich fürchte, so wird es sein. Fällt uns eine Lösung ein? Wir werden das Lied heute Abend noch einmal singen. Und dieses Mal bis zum Schluss. Genau! Und dann können wir wieder Früchte ernten. Hip, hip, Fantasy! Und jetzt lasst uns noch mal tanzen. Lasst uns tanzen, Babys. Jihi! Meine kleine Hüfte kann endlich wieder ruhen. Das war's. Fertig. Wann bleibt ihr endlich wieder stehen? Das kann doch so nicht weitergehen. Oh. Das einzige Lied, an das ich denken kann, das ist ein Lied namens Fruity Rock. Rock, rock, Fruity Rock. Rock, rock, Fruity Rock. Vergiss den verrückten Song und fühl den Rhythmus des Tutti Frutti Rock. Gut, wie es aussieht, sind sie diesen hartnäckigen Ohrwurm endlich los. Ja, wir haben es geschafft. Das war ein toller Abend. Tschüss, Pia. Bis bald. Rock'n'Roll. Na, na. Mm, rock, rock. Habt ihr jetzt etwa von diesem Lied einen Ohrwurm? Nein, das war nur ein Scherz. Oh, ihr seid echt lustig. Yeah.
Bad Baby. Bad Baby ist unglaublich. Es ist das allermächtigste Baby im ganzen Universum. Der Turbo-Tornado. Der fantastische Looping. Hui. Nimmst du mich bitte mit? Natürlich, Candy. Du hast Superkräfte. Du solltest ein Superheld sein und allen helfen. Man braucht keine Superkräfte, um Menschen zu helfen. Du kannst auch ein Superheld sein. Halt dich fest, Candy. Ich? Ein Superheld? Achtung, Bösewichte. Bad Baby ist hier, um das Babyfläschchen-Tal zu schützen. Hä? Na komm schon, spiel mit mir. Ich werde dich retten, Winnie. Autsch. Das wäre Bad Baby niemals passiert. Unsere Mission lautet, beschützt alle Babys. Du wirst mein Kumpel sein. Du wirst Super Winnie. Hä? Wir sind jetzt die Superhelden im Tal. Brauchst du uns, um das Böse zu bekämpfen? Naja, nicht wirklich. Bist du sicher? Keine Probleme mit Bösewichten heute? Keine Alien-Invasion? Nicht wirklich. Ich habe nicht mal eine Fliege gesehen. Bis später. Ich muss los. Kitty baden. Keine Sorge. Superhelden gehen nicht so leicht auf. Hä? Du warst nicht zufällig Superhelden? Nö. Hm? Sorry. Oh? Die Superhelden zur Rettung! Nein! Ein Selfie mit den örtlichen Superhelden? Das ist langweilig. Hilfe, bitte. Hä? Ich brauche Hilfe. Bad Baby kommt zu Hilfe. Und sein Kumpel. Vielen Dank. Kannst du mir mit dem Puzzle helfen? Dir noch einen schönen Tag. So kann man ja gar kein Superheld sein. Das sind keine echten Probleme, Winnie. Ich hab's. Wir machen die Probleme einfach selber. Winnie, pass auf. Wie konnte ich nur meinen Schnuller vergessen? Was ist los mit mir? Oh, ich kann den goldenen Schnuller nicht finden. Keine Panik. Bad Baby wird ihn ganz sicher mit seiner Gedankenkraft finden. Ich kann ihn hier irgendwo fühlen. Hab ihn. Danke, Bad Baby. Du bist mein Held. Die Tür klemmt. Bad Baby wird sie mit seiner Superkraft öffnen. Eins, ich komme. Zwei und drei. Danke, Bad Baby. Und Bad Baby hat Crystal geholfen, als ihre Türe geklemmt hat. Und Candy konnte ihren Schlüssel nicht. Mein Skateboard. Bad Baby zur Rettung. Danke, Bad Baby. Warum haben wir in letzter Zeit so viele Probleme? Bleib hier. Bad Baby wird dich mit diesen Sprungfedern retten. Und du bekommst einen Keks. Hey, erwischt. Du bist schuld an den ganzen Problemen. Ich? Nö. Ich wollte ihn nur retten. Richtig, Lady? Lady! Ich bin nicht Bad Baby. Und jetzt ist Lady wegen mir in Gefahr. Hi! Oh. Bettflügel! Das war knapp. Schau, was du angerichtet hast. Wie konntest du nur diese ganzen gefährlichen Sachen anstellen? Ich wollte doch nur ein Superheld sein. Aber du warst heute ein Superheld. Du hast gerade Navy gerettet. Ihr seid alle Superhelden. Magic Tears! Wow. 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 Wow.
das beste Tierchen. Ja! Los, Kitty, hol den Ball. Oh. Mein Tierchen ist geschickter. Schau mal. Und hepp. Oh, es ist so süß. Zu Hause hat es geklappt. Hey, Babys, wie geht's euren Tierchen? Naja, mal so, mal so. Wir haben euch von oben gesehen. Naja, Didi hat euch gesehen und uns alles erzählt. Hi, Didi. Und wir sind hergekommen, um euch zu helfen, weil unsere Tierchen sehr geschickt sind. Wir zeigen es euch. Okay, los geht's. Alle auf drei. Eins, zwei, Fantasy-Turm! Nein, doch nicht so. Jetzt werden wir stark und beweglich. Und dafür müssen wir hart trainieren, Disziplin haben und auf den Befehl warten. Hey, wartet! Hey, vorsichtig! Doch nicht so! Das ist ein Trainingsplatz. Aufhören, lass uns trainieren. Wie ich schon sagte, wir müssen konsequent sein. Lasst uns mit den Baumstämmen anfangen. Los, Bru, fang an. Wirklich gut. Sehr gut. Oh, wirklich schlecht. Los, Kitty, du schaffst das. Champion, du bist das allerbeste Tierchen der Welt. Zweite Prüfung, die große Dartscheibe. Bereit, Leni? Los! Oh, Entschuldigung. Wir sind dran. Los geht's. Du bist die Beste. Dritte Prüfung. Die Riesenwelle. Los geht's, Nadi. Du schaffst das. Los geht's, Kitty. Zeig allen, dass du das allerbeste Tierchen der Welt bist. Mach weiter, Kitty. Gut gemacht, Kitty. Und zu guter Letzt die verrückte Mühle. Los geht's. Du schaffst das. Schneller. Oh nein, pass doch auf. Mach nicht so. Wie enttäuschend. Los geht's, Kitty. Du schaffst das. Habt ihr das gesehen? Nein! Glaubt ihr nicht, wir haben etwas übertrieben? Ich glaub schon. Tut mir leid, Kitty. Geht es dir gut? Es tut uns wirklich leid. Magic Tears! Und jetzt seid ihr dran. Dich nicht vergessen und auf zum Training. Crying babies, crying babies, magic tears. To make fun, find joy, find a shell, find a time.
Herz. Komm schon, lass mich mal. Doch nicht so. Spring, spring jetzt. Du bist so nervig. Außerdem ist das mein Tablet. Naja, okay, wie du meinst. Aber komm nicht später angekrochen und frag mich, wie du an das geflügelte Herz kommst. Hallo Lena, was ist los mit Dreamy? Ich weiß nicht, sie geht wohl zum Fantasyberg. Lass sie uns suchen. Na gut, los geht's. Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal wird erscheinen. Höher als ein Flugzeug werde ich springen. Das wird mir über die Leiter gelingen und mich zum geflügelten Herz bringen. Nein, dreh das Lenkrad. Dreh das Lenkrad. Warte, sie könnte sonst einschlafen, bevor sie richtig eingepackt hat. Ja. Was gibt's, Leni? Schaut, das ist ja lustig. Lena hat ein Spiel gemacht, bei dem sie die Hauptrolle spielt. Nein, das bin wirklich ich. Ich? Das ist verrückt. Wir können sie sogar hören. Wie macht sie das nur? Ich weiß nicht wie, aber ich bin hier gefangen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie spielt man? Hey, die Steuerung ist hier. Oh, ich bewege mich. Ich meine, du bewegst mich. Oh, machst du das? Du bist das. Du musst mich steuern. Das ist die einzige Lösung. Ich rette dich. Drück den Sprungknopf. Das ist schwierig. Ist das der Sprungknopf? Nein, Sprung! Das geflügelte Herz. Vielleicht ist es der Weg raus hier. Du kannst auf mich zählen. Wow. Hey! Hey, aufpassen! Ich habe nur noch 2 Leben übrig. Oh Gott. Stopp! Ich werde müde. Videospiele werden nie müde. Sprung, Sprung! Bist du nicht müde? Sprung! Ich will spielen. Nein, du musst warten. Nur weil du nicht abgeben willst. Ich habe nur noch ein Leben übrig. Oh, du bist dran. Nein, nein, du spielst. Jetzt kann mich nur noch Dreamy retten. Wo ist Dreamy? Hier. Was geht ab? Braucht jemand Hilfe? Dreamy, du musst mir helfen. Du bist die Einzige, die besser in dem Spiel ist als ich. Okay, okay. Ich habe alles vom Fantasyberg aus gesehen. Aber hast du nicht gesagt, dass das Tablet dir gehört und du die Einzige bist, die damit spielt? Ja, Entschuldigung. Hier gehört jedem absolut alles. Aber hilf mir, bitte. Okay, lass den Champion mal ran. Wie toll. Wow. Los, Lena. Los, Dreamy. Los, Dreamy. Was ist los? Das Tablet funktioniert nicht. Es hängt. Das ist unser Fehler. Tut doch irgendwas. Warte. Wie meintest du, bist du noch mal da reingekommen? Naja, ich bin in ein Portal geraten. Ich habe unbewusst etwas gesagt. Wie war das? Höher als ein Flugzeug werde ich springen? Werde ich springen. Das wird mir... Das wird mir... Wie war das? Oh ja, richtig. Und mich zum geflügelten Herz bringen. Und mich zum geflügelten Herz bringen. Ja! Hey, ich kann mich nicht bewegen. Wow, das war aber eine tolle Idee. Komm schon, Dreamy. Wir haben es gleich geschafft. Wow, wie aufregend. Komm, wir machen das zusammen. Wir kriegen das geflügelte Herz. Dreamy, du bist immer noch in dem Spiel. Danke, Dreamy. Ich hätte es nie ohne dich geschafft. Magic Tears! Ja! Du spielst echt am besten. Das war einfach. Ich habe von der Besten gelernt. Hey, schau! Ein Videospiel! Cry babies, magic tears.
Good night, Conny. Zeit, schlafen zu gehen. Und du hältst ein Auge offen. Nicht, dass wieder genau das Gleiche wie letzte Nacht passiert. Hm? Oh, nicht schon wieder. Hm? Cutie, beschütz mich. Hilfe! Was ist los, Conny? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Wirklich. Ach, Conny, es ist immer das Gleiche mit dir. Okay, wer ist dran? Ich war gestern schon. Missy ist dran. Ich habe morgen viel zu tun. Ich muss schlafen. Lori soll das machen. Okay, ich komme ja schon. Na toll, jetzt bin ich dran. Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen können. Immer hab ich Pech. Es ist immer das Gleiche. Das einzig Monströse hier ist dieser Cupcake. Bäh. Hat vielleicht das Monster vergessen? Das Monster existiert nur in deiner Fantasie. Gute Nacht. Danke, Lori, dass du bei mir schläfst. Ist doch klar. Schlaf gut. Conny, so kann das nicht weitergehen. Du musst alleine schlafen. Aber das Monster... Entspannt euch. Ihr müsst einfach Schäfchen zählen. Und macht etwas, das euch Spaß macht. Wie Cupcakes. Und viel Lachen. Ah! Ich werde Cupcakes machen. Und wenn dann viele Monster kommen... Conny, die Fantasies sind da. Sie wissen, wie man dir die Angst nimmt. Wirklich? Wie? Mit dem magischen Helm. Wow, ein Fantasy-Helm. Wow. Das ist kein gewöhnlicher Helm. Es ist ein magisches Objekt, das jedem Mut verleiht, der es trägt. Hey, Conny, das steht dir aber gut. Viel mutiger. Du siehst aus wie eine echte Fantasy. Der ist nicht wirklich magisch, oder? Nein, aber schau, wie glücklich sie ist. Mal schauen, ob ich endlich schlafen kann. Wenn nicht, werden die Tierchen schon den Job erledigen. Oh nein! Ein Schaf, zwei Schafe. Ah! Ich muss einfach Cupcakes machen. 100 Schafe, 1000 Schafe. Ah, der Helm, ja. Ihr bekommt mich nie. Woher kommt denn der Lärm? So ein Durcheinander. Was machst du denn? Dank der schlauen Susu und dank dem kleinen magischen Helm hier sind die Schatten verschwunden. Wir müssen dir was beichten, Conny. Der Helm hat keine Kräfte. Du hast deine Ängste allein überwunden. Wirklich? Ich alleine? Das bedeutet, dass ich mutig bin. Und wenn du mutig bist, verschwinden die imaginären Monster. Danke, dass ihr an mich glaubt. Magic Tears! Wow. So toll! Oh, ich werde müde. Ja. Monster gibt es doch nicht. Der magische Helm. Aber ihr habt doch gesagt, er sei nicht echt. Zur Sicherheit, gib ihn mir. Hey, glaubst du, sie haben gut geschlafen? Hey, wolltet ihr mir nicht helfen? Rennt nicht weg, zählt Schäfchen oder irgendwas. Glaubt ihr, wir sind hier sicher? Ich sage doch, Monster gibt es gar nicht. Cry Babies, Magic Tears. Die Welt voller Freundschaft und Magie.
Der größte Streich. Schaut mal, was ich gestern im Fluss gefunden habe. Das ist nicht das erste Mal. Sie müssen mehr aufpassen. Ganz genau. Plastik ist ja schlecht für die Flüsse. Es kann nicht wahr sein, dass sie das Wasser verschmutzen. Lasst uns den Babys im Tal eine Lektion erteilen. Lasst uns das Wasser färben. Übertreiben wir nicht etwas? Nur ein kleines bisschen. Ab nach oben. Dort beobachten wir sie durchs Fernglas. Okay, nur ein Scherz. Das wird lustig. Ja. Hm. Dreimal. Gewonnen. Warte mal ab. Meine sind besser. Ich bin dran. Bereit für meine neue Erfindung? Der fliegende Stein. Vorsicht! Oh nein, was hast du getan, Missy? Gar nichts. Und warum ist das Wasser lila? Die Luftblasen der Häuser sind lila. Kommt, lasst uns den Schnullerbrunnen ansehen. Hashtag lila, Hashtag Wasser. Wasser, das nach Eiscreme schmeckt? Irgendwas stimmt nicht mit unserer Welt. Wir müssen die Fantasies um Hilfe bitten. Geflügeltes Herz, ich will auf die andere Seite. Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal wird erscheinen. Wo sind denn alle? Zeig mal her. Da ist Lala. Arme Katie. Da, wie dumm sie aus der Wäsche schaut. Ich liebe den Streich, das Wasser zu färben. Die Fantasies waren es. Sie haben das Wasser gefärbt. Und sie beobachten uns durch das Fernglas. Und lachen uns aus. Sehr witzig. Sich über uns lustig machen, das können wir auch. Hallo. Conny backt kleine Küchlein. Schnell ins Tal. Ich will welche. Hey, lass mir eins übrig. Ich kann nicht fliegen. Wo geht ihr hin? Cupcakes bei Conny zu Hause. Jetzt sind wir dran mit Beobachten. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wow. Sie sind direkt auf den ersten Streich reingefallen. Mal sehen. Ich bin mir sicher, sie sagt... Ah, das steht mir super. Es passt zu meiner Augenfarbe. Der zweite Streich hat auch geklappt. Na sicher, obwohl ich ja lieber wie eine Wildbeere aussehe. Sie haben uns. Schnell weg. Hey, das reicht. Ihr habt uns mit Farbe beschmutzt. Ihr habt unser Wasser gefärbt. Das war nur ein Witz. Die Farbe wird wieder verschwinden. Wir wollten euch nur eine Lektion erteilen. Letztens haben wir eine Plastikflasche im Fluss gefunden. Und das geht so nicht. Wasser ist sehr wichtig für unsere Welt. Das betrifft uns alle. Da hilft auch gar kein Haufen Geld. Also, es war ein schlechter Witz. Und wir haben diese Flasche nicht weggeworfen. Irgendjemand muss sie weggeworfen haben. Schon wieder die Flasche. Wir waren das nicht. Ihr wart das. Hey, meine Flasche. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Der Wind hat sie letztens weggeweht. Ach übrigens, was feiert ihr eigentlich? Was wir eigentlich feiern? Den Tag der Farben. Okay, okay, Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, wir haben den Witz etwas übertrieben. Aber am Ende ist es lustig geblieben. Fantasy Magic Tears! Wow, wie schön. So schön. Kann mir jemand erklären, was hier passiert ist?
Tinas Tiara. Hi. Tina, es ist das große beflügelte Nachbarschaftsfest. Deine Einladung ist angenommen. Leider hat mein Po etwas abbekommen. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir deine Tiara leihen? Ich brauche etwas Spektakuläres. Bitte, bitte. Okay, die Tiara sollst du haben. Aber hör auf, danach zu fragen. Ich werde alle Babys dieses Jahr mit meinem Look überraschen. Aber dieses muss geschehen. Die Tiara darf nicht verloren gehen. Keine Sorge, ich passe schon darauf auf. Oh, wow, das ist eine große Ananas. Gefällt euch meine tropische Krone? Wow. Denkt nicht mal dran. Ich habe sie von den Fantasies geliehen. Sie ist aus einer speziellen Pflanze. Ich werde besser aussehen als Candy. Das glaube ich nicht. Hm? Wow. Kann ich mit ihr ein Foto machen? Darf ich versuchen, damit Dinge zu erraten? Ich würde gern sehen, ob sie mir steht. Nein, nein und nein. Ich muss auf sie aufpassen. Sie ist sehr wertvoll. Wir sehen uns morgen bei meiner Party. Es ist unsere Party. Schlaf gut, meine hübsche Tiara. Wir müssen morgen einwandfrei aussehen. Ah, juhu, heute ist mein Tag. Oh nein, die Tiara. Nein. Die Tiara war dort. Sie war sicher. Das ist wahr, Tina. Ich gebe dir mein Wort. Ohne die Tiara funktioniert die Kugel nicht. Tina kann nicht mehr reimen. Ich habe keine Superkräfte ohne die Tiara. Wer hat sie genommen? Gib sie mir zurück. Ihr wart eifersüchtig, weil ich die Tiara hatte. Cammy, Tina und ich brauchen deine Hilfe. Du warst auf einem Ausflug, deswegen wissen wir, dass du es nicht warst. Hey, schieb die Schuld nicht auf mich. Ich war mit den Fantasies unterwegs. Perfekt. Jedes Baby aus der beflügelten Nachbarschaft wird verdächtigt. Außer Patty. Hm? Bitte verlass den Tatort. Wer hat das getan? Schau nicht mich an. Tina, du hilfst mir. Wir müssen zuerst gründlich den Tatort untersuchen. Eine Sonnenbrille, eine Schleife, ein Ladegerät. Aha! Was ist das? Candys Kram. Jetzt probieren wir es mit Fingerabdruckpulver. Ich habe drei Verdächtige. Mal sehen. Wir haben drei Babys, die Gründe hatten, die Tiara zu stehlen. Darf ich versuchen, damit Dinge zu erraten? Du, weil Candy sie dir nicht gegeben hat, hast du sie dir genommen. Ich habe sie nicht gestohlen. Wie kommt denn deine Sonnenbrille dann an den Tatort? Ja, ich habe sie mir genommen. Aber ich wollte sie nur anprobieren. Es war schwer, den Safe zu knacken. Und als ich sie anprobiert habe und festgestellt habe, dass sie mir gar nicht steht, habe ich sie zurückgelegt. Dann war es Lena. Deswegen war dort dein Ladegerät. Ich war es nicht. Als ich ankam, war das Safe schon offen. Und ich habe nur ein paar Fotos für meine Follower geschossen. Und dann habe ich alles dort gelassen. Das einzige Baby, das also übrig bleibt, ist... Ich würde gern sehen, ob sie mir steht. Sascha! Ich habe doch schon meine Ananaskrone. Oh, wo? Wie erklärst du dir dann, dass das hier am Tatort gefunden wurde? Die benutze ich für Geschenke. Jeder könnte so eine haben. Sicher. Wieso bist du denn so nervös? Nein, ich habe nicht. Meine Krone! Stehen bleiben! Haltet den Dieb! Ich bin nur gerannt, um meine Ananaskrone zu retten. Lady! Die Tiara, komm her! Jetzt verstehe ich's. Die Fußabdrücke von den Tierchen. Ups, wie konnte ich das übersehen? Tut mir leid, Sascha. Du hättest mir sowas nie angetan. Ist okay. Am Ende hat nicht Candy für eine Überraschung gesorgt, aber ihr Tierchen. Magic Tier! Wow! Abgefahren! Fantastisch! Lang lebe das beflügelte Nachbarschaftsfest! Die Verwirrung heute war ziemlich verrückt. Doch ganz am Ende ist trotzdem alles geglückt.
Good night, Conny. Pyjama-Party. Möchtest du zu meiner Pyjama-Party kommen? Klar! Pyjama-Party? Ich komme. Ich bin dabei. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Ich komme auch. Ja, ich auch. Toll! Bringt eure Lieblingspyjamas mit. Ich habe meinen jetzt schon an. Auf geht's! Halt! Lali, häng du die Girlanden auf. Lenny, du bereitest die Fotowand vor, okay? Lulu, du machst für jeden eine Halskette zur Begrüßung. Cutie, du kümmerst dich um die Kuchen, nachdem du überprüft hast, ob die Kissen auch wirklich weich genug sind für die Kissenschlacht. Ich glaube, das ist okay. Bis dahin gehe ich zu Sascha und schau mal, ob sie auch zur Party kommen will. Sascha, kommst du auch zu meiner Pyjama-Party? Ich trage meinen allerbesten. Naja, ich muss noch das Ganze rausstreichen. Aber wenn ich fertig bin, komme ich vorbei. Toll, bis dann. Nein, nicht unter der Leiter durch. Das bringt Unglück. Ach, so etwas gibt es doch gar nicht. Guck, nichts passiert. Und nochmal. Und guck, immer noch kein Unglück. Ich hoffe, du hast heute Abend kein Pech. Ja, klar. Nur weil ich unter einer Leiter durchlaufe, habe ich noch lange kein Pech. Wow! Wie toll! Das sieht alles so schön aus! Oh nein! Was für eine Katastrophe! Ist schon okay. Wir bekommen das wieder hin, bevor die anderen kommen. Überraschung! Wir sind ein bisschen früher da. Wir konnten es kaum erwarten. Zeigst du uns deinen Pyjama? Jetzt? Ich gehe mich umziehen. Ihr werdet es lieben. Babys! Wow! Und jetzt noch eine Überraschung. Lass uns Fotos machen. Jetzt bin ich dran. So ein Pech, Conny. Du siehst ein wenig komisch aus. Das ist kein Pech. Als nächstes die Überraschungsboxen. Wie schön, eine Kette. Und die Aufkleber sind so toll. Wir sehen aus wie die Fantasies. Es ist nur einer übrig. Wollen wir teilen? Kein Problem, ich kann auch welche machen. Zeig mir deine Hände. Wow. Na, lass uns tanzen. So ein Pech. Das ist kein Pech. Welche Leiter? Unglück? Sascha, was ist los? Nichts. Das ist nur Unsinn. Jetzt lasst uns Gruselgeschichten erzählen. Das Baby öffnete die Tür und das Babyfläschchen war leer. Nein! Oh, Conny. Du hast echt ziemliches Pech. Okay. Es ist wirklich Pech. Ich bin unter Saschas Leiter durchgegangen und sie sagte, dass es Unglück bringt und die Party ruiniert. Aber ich habe nicht auf sie gehört und deshalb läuft hier jetzt alles schief. Hey, ich habe eine Idee, wie du das Pech loswirst. Du musst rückwärts auf einem Bein hüpfen und sagen, Unglück, verschwinde jetzt. Das ist es. Lasst uns zu Sascha gehen. Ist die Leiter etwa im Haus? Seid bitte leiser. Hoffentlich klappt's. Los, verschwinde Unglück. Verschwinde Unglück. Was ist hier los? Tut mir leid, Sascha. Du hattest recht mit der Leiter. Ich habe so viel Pech. So viel Pech? Das war doch nur ein Scherz. Guck, nichts passiert. Wir haben alle mal gute und schlechte Tage. Hey, das ist ein schöner Pyjama. Ich wollte ihn zu meiner Party tragen, bis alles schiefgelaufen ist. Aber ich hatte viel Spaß. Ich auch. Das war die beste Pyjama-Party, auf der ich je war. Und die erste. Es gab einfach alles. Gruselgeschichten, Aufkleber, es wurde getanzt. Und tolle Halsketten. Das ist doch Glück, Conny. Ist es eine Pyjama-Party? Cry babies, magic tears. Die Welt war
eine Menge komisches Zeug. Guck mal. Ein Zauberbuch. Wow. Lasst es uns ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr das macht, erscheint ein Geist. Ein Geist? Hört nicht auf sie. Geisterbeschwörung gibt es gar nicht. Wie man einen Geist ruft. Aber was ist ein Geist? Das sind Wesen, die in Schlössern leben und die Leute so erschrecken. Wie langweilig. Geister gibt es nicht. Ich geh mal herumspuken. Keine Sorge, Lala. Ich kenne den Ausgang. Hasenfuß, Bärenzahn, entfliehe dem Buch. Schleingeist. Das ist Goali. Er will uns abholen. Naja, der Zauber war wohl nicht ganz sauber. Geister gibt es nur in Filmen. Geister? Na klar. Oh nein, ich bin draußen. Hi, wisst ihr, wo ich bin? Okay, okay, einen Moment. Warte kurz. Oh, du musst mir helfen. Da sind sie ja. Wir haben die bunten Stoffe vergessen. Das ist eklig. Lala, du musst hier sauber machen. Hey, geh nicht. Kannst du mich hören? Siehst du mich nicht? Ich muss wieder zurück. Wenn ich hier länger als einen Tag bleibe, verschwinde ich. Für immer. Fokus. Hey, ihr müsst mir helfen. Dotti, du machst uns keine Angst. Naja, ich habe mich echt ein bisschen erschrocken. Und es hatte Orangen-Erdbeer-Geschmack. Hey, helft mir! Dotti, es bringt nichts. Sie sehen mich nicht. Ich brauche das Buch. Ich hab dich. Hey, was ist los? Ich weiß nicht. Oh, das Buch! Dotti, lass das! Was? Was ist mit den Lichtern los? Warst das nicht du? Ich war gar nicht hier. Du warst nicht im Busch? Nein. Und auch nicht im Auto? Nein. Aber wenn es Dotti nicht war und da sonst niemand ist, nicht jetzt, Lulu. Dann war es wohl der Schleimgeist. Oh, der Spruch hat funktioniert. Wir müssen den Geist einfangen und ihn zurück in das Buch bekommen. Ja! Aber ist das ein echter Geist? Ich will doch gar nichts von Geistern wissen. Wo ist Lady? Wir haben ihn. Geisterjagen macht mich hungrig. Helft mir raus! Moment mal. Was ist das? Das ist wieder Schleim in Lalas Haus. Das ist der Schleimgeist. So viel Schleim und so viel Staub. Ich habe ein bisschen Angst. Der Schleim ist echt eklig. Bitte friss uns nicht. Euch fressen? Boah. Ich möchte doch nur zurück in mein Buch. Da ist es viel schöner. Was? Du wolltest nur zurück nach Hause? Könnt ihr mich nicht hören? Natürlich. Wenn ich das Buch anfasse, hört ihr mich. Ihr müsst mir helfen. Ich habe nur einen Tag, um zurück in mein Buch zu kommen, bevor ich verschwinde. Das tut uns sehr leid. Wir wollten dich nicht erschrecken. Hm? Klar. Wir werden dir helfen. Seht, das ist meine Welt. Bärenfuß, Hasenzahn. Nein, es war doch andersrum. Seht, hier war das Buch. Lasst es uns zu den Babys bringen. Hi. Hey. Hier sind wir. Warum sehen sie uns nicht? Oh nein. Wir sind Geister. Cry babies, magic tears. Die Welt voller Freundschaft.
Schatten, entfliehe dem Buch. Ich bin draußen. Ein Geist? Ich habe nur einen Tag, um zurück in mein Buch zu kommen. Bärenfuß. Warum sehen Sie uns nicht? Wir sind Geister. Ah! Der Schleimgeist, Teil 2. Macht euren Kopf frei. Atmet. Seht, da sind sie. Und sie haben das Buch. Hey, wir sind hier. Sie können uns nicht sehen oder uns hören. Ich habe eine Idee. Aua! Das hatte Pfeffer. Was für ein Treffer. Lasst uns an einen ruhigeren Ort gehen. Fantasy und Fokus. Das wird schwer. Ich weiß es. Folgt mir. Fertig. Fast wie neu. Vielen lieben Dank. Hey, habt ihr die anderen gesehen? Conny? Leia? Nicht wirklich. Als ich sie zuletzt gesehen habe, wollten sie einen Geist jagen. Oh, cool. Aber was, wenn ihnen etwas zugestoßen ist? Ihre Tierchen sind auch nicht hier. Es gibt keine Geister. Lasst sie uns suchen. Da ist das Buch. Kommt schon. Fast geschafft. Tina, lass uns woanders hingehen. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Oh. Seid nicht traurig. Immerhin können wir gerade machen, was wir wollen. Wenn sie uns nicht sehen. Los, konzentrier dich, Gruni. Was ist hier los? Rückwärtsflug. Oh, Gruni, du fliegst hier immer verrückter. Lady, Lala, Conny. Meinen Berechnungen zufolge müssten sich hier irgendwo... Oh, das ist echt eklig. Schleim vom Schleimmonster. Los, hinterher. Es ist nur witzig, wenn sie auch wissen, dass wir es sind. Oh nein, uns läuft die Zeit davon. Und wenn wir das Buch nicht bekommen, werden wir für immer verschwinden. Wir wollen zurück nach Hause. Ich hab's. Lasst uns eine große Schleimträne auf den Boden malen. Der Schleim führt uns zu Lalas Haus. Auf geht's. Wir atmen ohne Unterbrechung. Was ist das? Ein Moment. Da ist noch mehr Schleim. Jemand braucht unsere Hilfe. Hallo? Ist denn noch irgendwer drin? Was macht ihr denn hier? Ha? Die Babys sind bei dem Versuch, mir mit einer Geisterbeschwörung zu helfen, selbst zu Geistern geworden. Sie sind durch das Portal gegangen, um das Buch zu holen und können nicht zurück. Wir haben noch weniger als eine Stunde, bevor wir alle verschwinden. Oh nein! Wir müssen sie finden! Was kannst du sehen, Tina? Warte. Die Babys haben einen Geist gejagt und sind verschwunden. Ich wiederhole, sie sind verschwunden. Das waren sie. Auf geht's. Leute, wo seid ihr? Gebt uns ein Zeichen. Kommt schon, sie müssen uns sehen können. Sie sind hier, wo der Schleim ist. Ganz sicher. Aber wir können sie nicht sehen. Ich habe eine Idee. Was ist los? Das ist der Alarmpfiff. Los, schnell. Wirf dein Glitzer in den Schleimkreis. Aber natürlich, geht schon los. War das mit deinem Glitzer wirklich nötig, Rosie? Ihr seid hier. Aber wie können wir ihnen helfen, wieder Babys zu werden? Oh nein, ihr seid ja auch Geister. Hey! Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Ihr müsst diesen Spruch wiederholen, damit ihr wieder nach Hause kommt. Los! Hasenfuß, Bärenzahn, der Schleimgeist soll nach Hause fahren! Danke, Babys! Magic Team! Wow! Thank you.
von Navi, Teil 1. Fand er heraus, woher der fürchterliche Gestank kam. Aus seiner Windel. Oh. Ups. Zurückspulen. Seiner Windel. Oh. Wow. Gute Reflexe. Danke. Jetzt bin ich dran. Passt auf, denn dieses schreckliche Monster hasst Babys. Ich erzähle euch jetzt die Legende von Navi. Oh, Navi! Mit der Kraft des goldenen Horns konnte Navi alles mit einem Blick in Gold verwandeln. Er muss einen goldenen Schnuller angesehen haben. Und deshalb ist er jetzt golden. Genau. Kann er mein Surfbrett vergolden? Kein Baby hat es je gewagt, sich ihm zu nähern. Da habe ich kein Interesse. Ich mach's. Ich werde lieber neue Sternbilder entdecken. Das ist viel ungefährlicher. Ich will Fotos machen. Hey, mach den Blitz aus. Wir können ja nichts sehen. Und wer wird euch den Weg zeigen? Wer könnte, wer würde... Na toll, das habe ich jetzt davon. Das Monster kann nicht so böse sein. Glaubst du, die Goldkraft ist echt? Ich werde nicht direkt hinsehen, falls es stimmt. Schack, Sonnenbrille. Ja, ich habe sie mir ausgeliehen, falls... Psst, wir sind fast da. Folgt mir. Wir laufen ja schon seit 3 Stunden in der Gegend herum. Vielleicht sollten wir zurückgehen. Ein goldener Stein! Das kann nur eines bedeuten. Oh, Navis Höhle. So, jetzt haben wir es gesehen. Lass uns lieber heimgehen, bevor er aufwacht. Navi, wir möchten dich kennenlernen. Magst du Eiscreme? Hilfe, Hilfe! Er will uns in Gold verwandeln. Vielleicht wollte er uns ja gar nicht in Gold verwandeln, sondern dass wir die goldene Eiscreme probieren. Die muss echt lecker sein. Wie schade, dass ich das Eis fallen gelassen habe. Jetzt ist keine Zeit für Fotos, Daggy. Das hier ist ernst. Wir könnten zurückgehen und es holen. Ich gehe nicht nochmal dahin. Hey, du nervst mich echt. Navi ist ein Baby. Genau wie wir. Und es ist einsam. Armer Navi. Er muss gedacht haben, dass wir nicht seine Freunde sein wollen. Armer Navi. Ich weiß, wie wir das in Ordnung bringen. Zurückspulen. Das schmeckt ja nach gar nichts. Navi, wir wollen deine Freunde sein. Hab keine Angst. Navi, möchtest du mit uns spielen? Wow, die sind ja toll. Es tut mir so leid. Alles, was ich anschaue, verwandelt sich in Gold. Sogar mein Tierchen ist eine goldene Statue. Wir müssen ihm helfen. Keine Sorge, Navi. Ich habe alles in Eiscreme verwandelt, bis ich gelernt habe, meine Kraft richtig zu kontrollieren. Du brauchst nur etwas Übung. Hier, du kannst Shaks Sonnenbrille bekommen. Dann musst du dir nicht die Augen zuhalten. Oh, jetzt hätte ich fast goldene Fingernägel bekommen. Wow, echt modisch. Was für ein toller Look. Ich find's klasse. Lasst uns anfangen. Kannst du die Gegenstände sehen? Okay, los geht's. Vorsichtig. Das ist schwieriger, als ich erwartet habe. Wow! Ich glaube, ich kann es jetzt endlich kontrollieren. Ein Test? Perfekt! Toll! Es schmeckt nach nichts. Es ist toll, zusammen aus dem Fläschchen trinken zu können, ohne irgendjemanden in Gold zu verwandeln. Ich wusste, dass du uns nicht hasst. Danke, dass ihr jetzt meine Freunde seid. Golden Magic Tears! Wow! Toll! Goldene Pyjamas! Dank euch verwandle ich jetzt niemanden mehr in Gold. Aber arme Nara, wir müssen ihr helfen. Können die Crybabys Nara zurückverwandeln? Verpasst nicht die nächste Folge! Crybabies, Crybabies, Magic Tears. Die Welt war
Folge haben die Quababys Navi gefunden. Ein neues Baby mit der Kraft, Dinge in Gold zu verwandeln. Sie halfen ihm, diese Superkraft zu kontrollieren. Aber es gibt noch ein kleines Problem zu lösen. Die Legende von Navi Teil 2. Baby Fantasy wird eine Lösung für uns haben. Und Nara wird nicht mehr länger vergoldet sein. Wir können wieder zusammen spielen. Ja! Geht ihr auch zur Zaubershow? Missy! Sie ist so langsam. Das ist ansteckend. Wir kommen zu spät zur Zaubershow. Ich komme. Hallo, huh? Baby. Hi, Babies. Und es hat eine goldene Statue. Das ist unser neuer Freund Navi. Und das da ist keine goldene Statue. Das ist Nara und sie ist mein Tierchen. Es ist nur so, dass ich meine Superkraft nicht kontrollieren konnte und ich sie in Gold verwandelt habe. Kannst du ihr helfen, Tina? Na klar. Ich finde eine Lösung. Die Show haben wir eh verpasst. Du bist so nett. Ich kann gar nicht anders, als dir ein Geschenk zu machen, weil ich so gerne Dinge verschenke. Um ein goldenes Tierchen wieder zum Leben zu erwecken? Ich habe eine Lösung. Aber es ist nicht einfach. Das wird ziemlich kompliziert. Schon okay, wir helfen ihr. Dann passt gut auf bei meinem Song. Wenn du diesen magischen Fluch brechen willst, brauchst du dieses super klare Wasser. Du tauchst es dreimal unter, dann singst du dieses Lied. Nach dem letzten Tropfen Wasser, dann siehst du gleich, was das Wasser kann. Und magisch klar und so erfrischend und so souverän. Doch tauchst nicht in die Wanne, denn das wird nicht funktionieren. Selbst wenn du ein Sandloch gräbst, wird's auch nicht funktionieren. Wasser warm und magisch klar und so erfrischend und so blubberig. Es gibt einen Ort, der magisch ist, und jetzt sag ich dir was Tragisches. Der Ort ist... Wo ist der Booster? Der Ort ist... Wo ist der Booster? Der Ort ist... Wo ist der Booster? Wo ist der Booster? Wo ist der Booster? Wo ist der Booster? Keine Ahnung. Mit einer goldenen Kugel kann man unmöglich etwas sehen. Hey! Wie sollen wir den magischen Ort denn nun finden? Natürlich! Die Zaubershow! Ich hatte schon genug Magie für heute. Wir finden bestimmt eine Lösung in Lalas Zauberbuch. Das Zauberbuch ist streng geheim. Lala wird es uns niemals zeigen. Ich finde es nicht besonders gut, aber wir müssen es uns ausleihen. Und jetzt sage ich die magischen Worte. Abracadabra. Hokus Pokus. Ich verwandle es in eine leckere Eiscreme. Oh, tut mir leid, Lala. Eiscreme zu verwandeln überlassen wir wohl besser Dreamy. Mal sehen, ob sie das mehr Buch Glück hat mit ihren verrückten Kartentricks. Für dieses Spiel brauche ich eine Freiwillige. Applaus für Jessie. Wähle eine Karte. Sehr gut, du hättest eine andere nehmen können, hast dich aber für diese entschieden. Sieh sie dir an. Ist sie gut? Perfekt. Jetzt werde ich etwas Zauberpuder in diesen Zylinder tun. Und in dem Zylinder befindet sich Jessie. Zeigst du uns deine Karte? Oh, die Rose. Mal sehen, was wir hier haben. Ups, bis zum nächsten Mal. Danke. Sag tschüss zu Lala mit einem großen Applaus. Wohin ist sie verschwunden? Was macht ihr denn hier? Wir wollten einen Blick in dein Zauberbuch werfen, um unserem neuen Freund zu helfen. Aber dann fragt mich doch, sonst ruiniert ihr die Show. Aber nur fast. In dem Buch stehen doch nur Tricks. Es liegt allein an der Künstlerin und... Hier steht! Dieser Umkehrzauber funktioniert nur unter Wasser. Oh, es fehlt ein Stück von der Seite. Wo ist es? Es ist in der Blase. Was sollen wir nur tun? Die Blase vergoldet. Gut gemacht, Navi. Dieser Umkehrzauber funktioniert nur unter Wasser. Im großen Regenbogensee. Ja, wir haben es. Golden Magic Tears. Wow. Klasse. Goldene Pyjamas. Auf zum Regenbogensee. Hey, hier steht das. Hoch mit dir, Lady. Ja. Der See von schlimmen Wirbelstürmen geschützt wird. Oh. Verpasst nicht die nächste Folge.
euch an unseren neuen Freund Navi. Tina hat herausgefunden, wie wir sein Tierchen wieder zurückverwandeln können. Wir mussten mit einem Heißluftballon zum Regenbogensee fliegen. Wow! Das macht Spaß! Juhu. Die Legende von Navi, Teil 3. Wow. Achtung, Notlandung! Ah. Wow. Was für ein Flug! War das nicht aufregend? Aufregend? Wir sind fast abgestürzt. Mir ist schwindelig. Wir sind endlich da. Wo ist der See? Wir sind noch nicht da, Tina. Der Regenbogensee ist auf der anderen Seite des Berges. Was? Wasser warm und magisch klar und so erfrischend. Mal sehen. Die Karte sagt, wir sind fast da. Wir müssen nur noch durch diese Höhle. Es ist zu dunkel. Ich kann gar nichts sehen. Duimi, das kann keiner. Ich habe eine Idee. Wow. Mirna, bleib hinter Wim, damit niemand verloren geht. Okay, gute Idee. Wasser, warm und magisch klar. Auf geht's. Erfrischend und so überlegt. Wow, Schnee! Ich liebe es! Wie toll! Ist das Schnee? Wie schön! Ich habe noch nie welchen gesehen. Wofür ist der gut? Für Schneeballschlachten! Hey! Aua! Aua! Wir sind auf einer wichtigen Mission. Jemand von uns möchte lieber wieder ein richtiges Tierchen sein. Oh, das stimmt, arme Nara. Oh, das war der letzte. Wasser warm und magisch klar und so erfrischend und so blubberig. Wasser warm und magisch klar und so erfrischend und so blubberig. Ob wir irgendwann mal ankommen? Ich möchte nicht mal mehr singen. Shh, tragt ihr Parfüm, werdet ihr kühn. Na endlich, ich bin so nervös. Wow. Yay. Der Regenbogensee, erinnert ihr euch an die Zeremonie? Wir müssen laut singen, um unserem Freund zu helfen. Nara wird dreimal ins Wasser getaucht. Aber wir müssen aufpassen. Die Fische könnten vielleicht schlafen. Warum lacht ihr? Wir müssen ihr helfen. Wie sollen wir Nara eintauchen, wenn der See gefroren ist? Gefroren? Oh nein! Wie cool, wir können Eis laufen. Lady, pass auf! Wow, wie hast du das gemacht? Ich möchte... Das sieht echt schon richtig gut aus. Es wirkt wie Modern Dance. Vorsicht, Navi, das Eis zerbricht. Oh oh. Nicht bewegen. Oh, was sollen wir tun? Hilfe, das Eis ist hier zu dünn. Ah, ich werde ins eiskalte Wasser fallen. Geh da runter. Wartet mal, ich habe eine Idee. Oh. Das Eis ist jetzt aus Gold. Und es kann nicht mehr brechen. Aber es ist immer noch so glatt. Lang lebe Navi! Seid ihr bereit zu singen? Denn dieser Zauber wird uns Glück bringen. Das Wasser wird seine Arbeit tun. Noch einmal. Taucht es nicht zu oft unter Wasser, warm und magisch klar und so erfrischend. Es ist klar, das Wasser war kalt. Wir müssen reden. Mit deiner Kraft und meinem Talent könnten wir richtig gute Geschäfte machen. Missy, hör mal für eine Sekunde auf, mit Navi über Geschäfte zu reden. Jetzt gibt es erstmal eine Willkommensparty. Danke, Babys. Golden Magic Tears. Wow. Klasse. Goldene Pyjamas. Navi und Nara blieben für immer ein Teil bei ihren neuen Freunden. Wow, goldenes Ice Cream, wie lecker! Schmeckt nach gar nichts, aber man bekommt eine gelbe Zunge.